Wir sind heute hier in Holland unterwegs, bei recht schwierigen Bedingungen. Wir haben eben ein paar Spinnfischer getroffen, die hatten aber bis jetzt noch keinen Erfolg. Bei uns an Bord ist aber jetzt der Patrick von Zeitfloat mit dabei, der uns einiges über das Zeitfloatfischen erzählen möchte. Der Sideflot ist eine Kombination von einer Pose und einer Sideblende und damit kannst du sehr einfach von der Ufer und von auf einem Boot einen natürlichen Köderfisch sehr langsam schleppen. Ist richtig einfach. Sie brauchen nur einen Stopper, der Sidefloat, eine Vorfach, ein 21 Gramm Fireball mit einer Drillinghake und bringen der Fireballhake in den Mund von der Köderfisch und der Drillinghake geht in den Rumpf. Je nach Ködergröße kannst du die Bleie in der Sideflot verschieben, sodass der Sideflot gut horizontal durch das Wasser geht. Bei Dämmerung und bei Nacht kann man den Sideflot auch sehr gut gebrauchen und kann man ein Knicklicht einbringen. Anders wie beim Sideplaner kann man hier bei dem Sideflot die Spitze, also die Finne, vorne verändern und umstecken, dass man damit halt links oder rechts fischen kann. Das Sideflot könnt ihr über sideflot.com oder über unsere Webseite piketech.de beziehen. Und das Sideflot fängt nicht nur Hecht, sondern auch andere Räuber.